Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du sagst uns, dass wir alle Zeit beten sollen. Wir wollen alle Zeit offen sein für das Licht, für den Geist, für die Liebe, die du uns schenkst. Wir wollen aufnehmen. Wir wollen empfangen, was das Leben uns bereitet. Wir wollen weiterschenken, was uns gegeben wurde. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Da gibt es eine kleine Erzählung mit dem Titel Der weite Weg ins göttliche Land. Wir sind ja selbst auch eine Wegstrecke gegangen, haben eine kleine Reise gemacht. Da heißt es, der Meister war in mitteilsamer Stimmung. Also versuchten seine Schüler von ihm zu erfahren, welche Entwicklungsstufe er auf seiner Suche nach dem Göttlichen durchgemacht hatte. Er sagte, zuerst nahm mich Gott an der Hand und führte mich in das Land der Tat. Und dort blieb ich mehrere Jahre. Dann kehrte er zu mir zurück und führte mich in das Land des Leidens. Dort lebte ich, bis mein Herz von jeder übermäßigen Bindung gereinigt war. Darauf fand ich mich wieder im Land der Stille, wo die Geheimnisse von Leben und Tod vor meinen staunenden Augen enthüllt wurden. War das die letzte Stufe eurer Suche? Fragten die Schüler. Nein, sagte der Meister. Eines Tages sagte Gott, heute werde ich dich in das innerste Heiligtum meines Tempels mitnehmen. In das Herz von Gott selbst. Und ich wurde in das Land des Lachens geführt. Ende gut, alles gut. In das Land des Lachens wird der Mensch geführt, wenn er sich führen lässt. Momentan sind wir noch in herausfordernden Situationen. Ich nenne es auch herausfordernde Situationen. Nennt doch Jesus selbst die Stunde seines Leidens am Kreuz die Stunde der Verherrlichung. Weil genau in dieser Stunde sich die Liebe Gottes am deutlichsten zeigt, in den allerschwierigsten Umständen, in der leidvollsten Situation, zeigt sich am deutlichsten, wie sehr die Liebe Gottes trotzdem da ist und sich nicht beirren lässt. Ich habe einen Mitbruder, Pierre Jacques, der als französischer Karmelit jüdische Kinder beherbergt hat und deshalb ins Konzentrationslager nach Mauthausen gekommen ist. Er war in Mauthausen bis zur Befreiung, ist tatsächlich befreit worden, aber bei den Elisabethinen in Linz, wo er Aufnahme gefunden hat, 3 Tage später an Erschöpfung verstorben. Dieser Pierre Jacques
lebte aus einer tiefen Gottesbeziehung und er hat seinen Kriegskameraden gesagt, wenn jetzt Krieg ist, müssen wir eben in Kriegssituation bessere Menschen werden. Das ist für mich eine zentrale Botschaft. Wenn Kriegsumstände sind, dann müssen wir eben in Kriegsumständen bessere Menschen werden. Und natürlich ist die Frage, wie geht's denn? Und ich spreche gern auch von Extremsituationen, damit wir unsere Situationen gut einpacken können, gut unterbringen können, damit wir sicher drinnen sind. Pierre Jacques und alle anderen, die sich bewähren mussten und bewähren konnten, lebten aus einer Spiritualität, die vom Herzen her Nahrung gegeben hat. Und ich denke auch an Mahatma Gandhi, der einmal gemeint hat, eine Bildung, die nur den Kopf bildet, also Schulwissen, Bücherwissen aneignet und anhäuft, eine solche Bildung, die nicht auch das Herz bildet, ist in Krisen des Lebens nutzlos. Das heißt, will ein Mensch mit meiner Formulierung gut sein, auch in unguter Situation und lieben, auch in liebloser Umgebung, braucht er ein, sagen wir mal, gut ausgebildetes Herz. Und wir dürfen ja aus dem jüdisch-christlichen Denken davon ausgehen, dass ja das Bild Gottes in uns ist. Und dieses nach außen hin auszubilden. Also das ist der Weg und von der Seelenmitte heraus können wir eben die nötige Nahrung, die nötige Festigkeit, die nötige Kraft haben, um unter allen Umständen eben bessere Menschen zu werden. Ich zitiere einen Mitbruder von mir, er war General im 15. Jahrhundert, Johannes Soret, der hat einmal gut formuliert, worauf es ankommt. Er sagt, deine Liebe sei stark und standhaft. Sie soll Erschütterungen nicht nachgeben und bei Schwierigkeiten nicht aufgeben. Mit ganzem Herzen lieben heißt, sich von Schmeicheleien nicht beeinflussen lassen, sich also nicht kaufen lassen. Aus ganzer Seele lieben heißt, sich nicht durch Täuschungen blenden lassen. Mit ganzer Kraft lieben heißt, sich nicht von Unrecht zerbrechen lassen. Soweit Johannes Soret. Es geht darum, dass wir uns bewähren können. Mir gefällt, was Papst Gregor einmal formuliert hat. Papst Gregor der Große, der seinen Predigthörern, und er hat sehr verständlich gepredigt für die Leute, der hat seinen Predigthörern gesagt, wenn ihr also gute Menschen seid, dann ertragt die Schlechten mit Gleichmut. Denn jeder, der die Schlechten nicht duldet, stellt sich durch seine Unduldsamkeit selber das Zeugnis aus, dass er kein Guter ist. Will sagen,
Die anderen sind uns auch gegeben, die Mitwelt in der Kirche. Wir haben so viele Mitmenschen, die fordern und fördern uns heraus und es gibt uns Gelegenheit zu zeigen, aus welcher Quelle wir leben. Wir sind betende Menschen und beten heißt einfach, sich den geistigen Anschluss an die geistigen Kraftquellen zu sichern. Teresa von Avila sagt, für sie ist jenes Gebet und jene Gebetsform unter den vielen Möglichkeiten die bessere, durch welche die Liebe am meisten gemehrt wird. Und Teresa hat sich, obwohl sie, können wir sagen, Expertin für die Gottesbeziehung ist, sie hat sich nicht speziell aufgehalten bei der Beschreibung äußerer Gebetsformen. Nein, jedes Gebet kann sehr gut sein, wenn das Herz dabei ist, weil dann dürfen wir es inneres Gebet nennen. Und wenn eben dadurch die Liebe gemehrt wird, wenn es Wachstum an Tugenden gibt. Sie meint auch, ein erst seit kurzer Zeit geübtes Gebet, das sehr große, sichtbare Wirkungen hervorbringt, ist immer jenem Gebete vorzuziehen, dem man sich schon jahrelang hingibt, das aber am Ende nicht entschlossener macht, etwas Großes für Gott zu tun. Also etwas Großes für Gott zu tun. Und ich meine, wenn wir sagen, wir wollen uns bewähren, in der Liebe ist das etwas ganz Großes. Madeleine Delbrel sagt, du bist frei von jeder Verpflichtung, außer von der Verpflichtung zu lieben. Und bei allen Bemühungen und sozialem Engagement, sagt sie, vergisst du dabei die Liebe, machst du dich lächerlich. Und ein anderer Gedanke von ihr ist, dass sie sagt, wahrer Eifer wirft keine Bomben. Das heißt, Engagement unbedingt, aber die Frage ist, wie können wir gewaltfrei verwirklichen, was wir verwirklichen sollen? Josef Pieper beschreibt den geduldigen Menschen als den, der nicht in erster Linie jetzt im äußeren Verhalten und in einer äußeren Praxis verharren möchte. Nein, vorrangig geht es bei der Geduld darum, dass einem die Übel, die einem beim Verwirklichen des Guten angetan werden oder widerfahren, dass einem diese Übel nicht zur Traurigkeit der Seele veranlassen. Und er spricht davon, dass es notwendig ist, sich die Klarsichtigkeit der Seele zu bewahren. Also in meiner Sprache seelisch einen Durchblick zu bewahren hin zum Wesentlichen, hin zu unserer Mission, zu unserem Auftrag als Christen. Und dann sagt er schon auch, dass es angebracht ist, etwas zu unternehmen. Aber es geht immer darum, dass wir alle Unternehmungen, und da beziehe ich mich gerne auf den Mose in seiner zweiten Phase,
Nämlich in der ersten Phase hat er in Eigeninitiative gemeint, er könnte zur Gerechtigkeit beitragen und hat einen Ägypter erschlagen, im Sand verstarrt und musste dann selbst fliehen. Erst nachdem Gott sich ihm offenbart hat, hat er in ständiger Rücksprache mit Gott und er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie Menschen miteinander reden, da hat er in ständiger Rücksprache mit Gott zurückgehen können nach Ägypten und das ganze Volk herausholen können. Nicht nur sich selbst in Sicherheit bringen. Nein, jetzt hol alle heraus. Und ich meine, immer dann, wenn es um irgendeine Art von Befreiung geht, von ganz persönlichen seelischen Nöten und Leiden und Problemen und Verletzungen, Schwierigkeiten und so weiter, bis hin zu kirchlichen Angelegenheiten und gesellschaftlichen und großen Problemen der Menschheitsfamilie, immer in Rücksprache mit Gott, der der eigentliche Befreier ist. Und dass wir keine Fehlinvestition machen an Zeit, an Kraft, an Talenten und an Emotionen. Keine Fehlinvestition, wenn wir uns vom Herrn führen lassen. Theresa, noch einmal, ich für meine Person würde kein anderes Gebet wünschen als jenes, das mir Wachstum in den Tugenden verleiht. Ist es das Gebet, auch von heftigen Versuchungen, Trockenheiten und Trübsalen begleitet, so halte ich es für ein gutes Gebet, wenn ich dadurch demütiger werde. Ein Ziel, sie möchte demütiger werden. Theresa sagt, demütig sein heißt in der Wahrheit wandeln. Also erkennen, anerkennen, wer ist Gott, wie groß, wie gut ist Gott und wer bin ich, wie anfällig für Sünde, wie schwach. In der Wahrheit wandeln bei Theresa heißt sozusagen die Zuständigkeiten anerkennen. Ich bringe meine schwache, gebrechliche Menschennatur, die aber von Gott inspiriert wird, die von Gott beschenkt wird, die von Gott begeistert wird. Und so kann dann Teresa von Avila sagen, ein Mensch lässt sich niemals für Großes begeistern, wenn er nicht begriffen hat, dass er begnadet ist. Das heißt, erst das Erleben, begnadet zu sein, und das immer mehr, Theresa sagt, jede Gnade, die wir bekommen, ist eine Vorbereitung für eine größere Gnade Gottes. Ein Mensch lässt sich dann auf Großes ein, wenn er weiß, Gott bewirkt es mit ihm und in ihm und durch ihn. Jenes Gebet ist nach meiner Ansicht das Bessere, durch das ich Gott wohlgefälliger werde. Man soll nicht glauben, dass einer, der leidet, nicht betet. Er betet, sofern er seine Leiden dem Herrn aufopfert. Ein sehr bedeutender Hinweis der heiligen Theresa, weil ja sie selbst sehr viel Erfahrung mit Leiden, persönlichen Leiden gemacht hat. Und sie war eine, die in einer monatelangen körperlichen Lähmung ihre Seele nicht lähmen hat lassen.
ihre Seele, da hat sie die Freiheit bewahrt und das können wir alle, die innere Freiheit bewahren und die Augen ihrer Seele hat sie auf den Herrn gerichtet. Und so konnten die Leute, die Schwestern und die Besucherinnen und Besucher nur staunen, mit welcher Zufriedenheit Teresa extreme Leiden ertragen konnte. Und wo sie sagt, das ist ganz offensichtlich für mich und für alle, dass das eine Gabe Gottes ist. Denn ich hätte das nicht können. Entscheidend ist, sich mit dem Herrn zu vereinen. Und dann wird das Leben und die Kraft des Herrn unsere Kraft. Jörg Zink bringt einen für mich sehr bedeutenden Satz, der uns hilft, das persönliche Wachstum zuzulassen. Zuzulassen und zu fördern durch unser Zulassen. Wenn wir davon sprechen, dass wir Gott dienen, dann heißt das für mich eigentlich nur, dass ich Gott eine Chance gebe. Das ist mein Beitrag. Und jemand sagte mit Recht, wenn du schon kämpfen willst, dann kämpfe dafür, dass der Geist Gottes in dir Raum findet. Gib ihm Raum. Das ist unser Dienst an Gott. Er braucht sonst keine Unterstützung. Aber er braucht ein offenes Herz. Und da meint Jörg Zink, man muss sich mit den zarten, den verletzlichen Dingen beschäftigen. Will man sich selbst verstehen und hinter die heimliche Weisung kommen, die unseren Lebensweg bestimmen will. Wir sind alle gefährdet, dass wir Abstand nehmen von jenen Bereichen, die uns wehtun, wo wir empfindlich sind, wo wir Grenze und Schwäche, Ohnmacht und Versagen und Schuld entdecken oder verspüren. Genau das sind jene Bereiche, sagt Jörg Zink, die uns letztlich den Weg eröffnen. Und wir können bei Hosea den Satz hören, nehmt Neuland unter dem Pflug. Und das ist der Auftrag, nehmt Neuland unter dem Pflug, auch in jene Gebiete hinein, von denen wir uns eher zurückziehen würden. Aber dann würde das Leben eng werden und klein. Nein, wir wollen mit unserem Erlöser genau in jene Bereiche hineingehen, die eben erlösungsbedürftig sind, wo es Befreiung vielleicht auch aus einem Ägypten unserer Natur braucht. Mit Recht sagte jemand mal, die Kirche ist kein Laufsteg für Vollkommene, aber eben für solche, die es werden wollen. Da meint Dietrich Bonhoeffer, dass für sehr viele, die so Quereinsteiger sind in die Kirche, die hinzukommen, oder auch für solche, die schon länger dabei sind, die in einer christlichen Gemeinschaft voranschreiten wollen auf ihrem Weg mit Gott und da eben Schwestern und Brüder haben, da meint er, dass es gefährlich ist, sich an die idealen Vorstellungen in einer, sage ich mal, verkehrten Weise zu binden. Ich habe diesen Gedanken des Dietrich Bonhoeffer die Überschrift gegeben, das gefährliche Idealbild von christlicher Gemeinschaft. Warum habe ich es gefährlich genannt?
weil Dietrich Bonhoeffer davon spricht, dass schon unzählige Male christliche Gemeinschaften dadurch zerbrochen sind, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Aus einem Wunschbild, und er meint, dieses Wunschbild, wenn ich nämlich das Ideal, und ich erzähle das den Eheleuten auch und bei Hochzeitspredigten und immer wieder, wo ich christliche Vereinigungen treffe, wenn wir das Ideal von Gemeinschaft oder das Ideal unserer Brüder und Schwestern mehr lieben als den realen, konkreten Menschen und als die konkrete Gemeinschaft, meint Dietrich Bonhoeffer, werden wir zum Zerstörer der Gemeinschaft. Und deshalb, ich zitiere, ist es notwendig, er sagt, es ist notwendig, nämlich die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und, wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen. So gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Die echte christliche Gemeinschaft lebt aus der ständigen Erinnerung, wir leben aus der Versöhnung, wir leben aus dem Erbarmen, wir leben aus dem ganz unverdienten Beschenktwerden mit Liebe von Gott. Und wenn da zum Beispiel ein Mensch innerhalb der Gemeinschaft dann sagt, aber ich will sozusagen unabhängig von diesem Versöhnungsprozess leben oder ich will es versuchen ohne dieser Gnade des Erbarmens, dann kann es passieren, dass dieser Mensch eben das Erbarmen nicht kennt und kein Erbarmen kennt mit sich und mit anderen. Teresa betet einmal und sagt, Herr, hab doch Erbarmen mit denen, die es mit sich nicht haben. Also das ist die Basis christlicher Gemeinschaft. Gott lässt es aus lauter Gnade nicht zu, dass wir auch nur wenige Wochen in einem Traumbild leben. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Also die christliche Gemeinschaft, und ich denke an die Jünger Jesu, an die ersten, die haben übrigens nachzulesen in der Apostelgeschichte 15. Kapitel, da haben sie dreimal so heftig miteinander gestritten. Als ein heftiger Streit entstand oder nach einer heftigen Auseinandersetzung. Also das Streiten ist gut, weil es, wenn es ein gutes Streiten ist, das nicht demoliert den anderen seelisch, sondern wo es um die Wahrheit geht, muss gestritten werden. Nämlich Wahrheit immer mit Erbarmen, sonst ist es nicht die Wahrheit, von der wir Christen reden. Also wenn es um das Leben geht und das Leben meint, Liebe, Wahrheit, Erbarmen, Förderung des Menschen, dann muss da auch Auseinandersetzung, Diskussion, wenn nötig Streit, praktiziert werden. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Also leider Spaltungen in der Kirche unter den Christen passieren immer noch und in tragischer Weise, im Kleinen wie im Großen, aber das ist nicht das, was uns Jesus zugedacht hat. Er will uns praktisch bewusst machen, Leute, ihr lebt ständig aus der Versöhnung, ständig aus dem Erbarmen, und erst im Himmel könnt ihr aufhören, Erbarmen miteinander zu haben. Dort braucht ihr es nicht mehr. Aber solange wir in Ausbildung zur Heiligkeit sind, müssen wir Erbarmen haben miteinander. Und ich sage, wir müssen einander auch
das könnte uns Petrus auch bestätigen, nicht siebenmal oder 77 Mal vergeben, sondern ständig. Und ich sage es den Leuten gar nicht mehr, wie oft ich ihnen vergebe. Und jetzt werden sie vielleicht überrascht sein, was ich erkläre, nämlich wir müssen einander auch vergeben, dass einzelne Christen, dass wir noch nicht die Heiligkeit leben, die Gott uns zugedacht hat. Denn indem wir diese Heiligkeit nicht leben, zu der Gott uns vielleicht schon befähigt hätte, indem wir das nicht so verwirklichen, kann Gott durch uns nicht zur Welt bringen, was er durch uns zur Welt bringen möchte. Und somit fördere ich, und das sind auch natürlich Eigeninteressen, ich fördere die Heiligkeit anderer, weil dann genau durch diese Menschen etwas zur Welt kommt, was mir Freude macht, was uns allen gut tut. Und ich möchte mich auch gerne fördern lassen in dieser Heiligkeit. Und mein Ordensvater Johannes von Kreuz, der hat einmal, und ich meine, das soll der Kirche, den Christen nicht vorenthalten werden, das ist nicht nur ein Karmelmonopol. Dieser Johannes von Kreuz hatte mal einem Ordensmann ein bisschen Nachhilfe gegeben und eben, und ich meine, diese Art von Nachhilfe können alle verbindlichen christlichen Freundschaften, Beziehungen, Gemeinschaften, Familien, Ordensgemeinschaften, Kirchen brauchen. Ich spreche jetzt kurz als Insider, weil Johannes von Kreuz es für einen Ordensmann geschrieben hat, für mich geschrieben hat. Und wenn jemand möchte, kann er ja mithören. Also Johannes von Kreuz sagt, es geht ja darum, dass die alte Natur, die du grundsätzlich ja zum Tode verurteilt hast, die in der Taufe sterben soll, damit die neue Natur aufersteht, diese Natur, von der hast du dich eigentlich schon verabschiedet. Und wenn du jetzt in der Gemeinschaft merkst, dass dir da ein Mitbruder noch aufzeigt, dass Reste, hartnäckige Reste der alten Natur da sind, dann solltest du ihm eigentlich dankbar sein. Hören wir. Also um zu verwirklichen, dass der alte Mensch stirbt, müssen Sie, schreibt er diesem Ordensmann, müssen Sie sich folgende Wahrheit ganz eindringlich zu Herzen nehmen. Dass Sie zu keinem anderen Zweck ins Kloster gekommen sind, als dass man Sie bearbeitet und in der Tugend übt. Und dass Sie wie ein Stein sind, der geschliffen und behauen werden muss, bevor man ihn ins Gebäude einfügt. So sollen Sie sich darüber im Klaren sein, dass alle, die im Kloster leben, nichts anderes als Handwerker Gottes sind, die Gott nur dazu angestellt hat, um sie zu bearbeiten und abzuschleifen, damit sie dem alten Menschen sterben. So haben die einen sie mit dem Wort zu bearbeiten, indem sie ihnen das sagen, was sie nicht gerne hören, die anderen mit ihrem Tun, indem sie das gegen sie tun, was sie nicht erleiden möchten, wieder andere mit ihrer Eigenart, indem sie ihnen durch sich und ihre Verhaltensweise lästig und unbequem sind, und wieder andere mit ihren Gedanken, indem sie in ihnen das Gefühl oder die Meinung aufkommen lassen, dass sie nicht schätzen und lieben. Und all diese Vorgänge, durch die der alte Mensch zum Sterben gebracht wird, und diese Belästigungen müssen sie innerlich mit Geduld ertragen.
In diesen Dingen hat sich der Ordensmann zu üben, indem er sich immer bemüht, sie mit Geduld und Ergebenheit in den Willen Gottes zu ertragen. Weil sich viele Ordensleute darüber nicht im Klaren sind, dass sie deshalb eingetreten sind, ertragen sie die anderen nur schwer. Das ist ein kleiner Einblick in den Karmel. Oder ich weiß nicht wohin. Und ganz zum Abschluss, ich kann es nicht lassen, möchte ich Edith Stein zu Wort kommen lassen. Nämlich, sie spricht mir aus dem Herzen, wenn sie davon spricht, dass der erlöste Mensch einer ist, für den Kreuz tragen, wie immer es aussieht, und innerer Jubel kein Gegensatz sind. Das ist sozusagen kombinierbar. Aber sie meint, das ist eben das Privileg der Erlösten. Christi Kreuz tragen helfen, das gibt eine starke und reine Freudigkeit. Und die es dürfen und können, die Bauleute an Gottes Reich sind die echtesten Gotteskinder. Nur Erlöste, nur Kinder der Gnade können ja Christi Kreuzträger sein. Zu leiden und im Leiden selig zu sein, auf der Erde zu stehen, über die schmutzigen und rauen Wege dieser Erde zu gehen und doch mit Christus zur Rechten des Vaters thronen, mit den Menschen zu lachen und zu weinen und mit den Chören der Engel ohne Unterlass Gottes Lob zu singen, das ist das Leben des Christen. Bis der Morgen der Ewigkeit anbricht. Dankeschön. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.